Und willkommen zu einer weiteren Runde, Isaac. Hallo. Ja, Festplatte. Hallo, Isaac. Festplatte mal wieder. So, wir spielen natürlich Daily Challenge mit Maggie. Maggie. So. Och, wir haben Schlüssel. Oh, okay. Sehr schönes Start-Item. Voll unnütz, aber egal. Ja. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe mich gerade an einer normalen Challenge versucht. Diesen Blue Bomber. Schreckliche Challenge, sage ich euch. Die XXL Challenge und die Speed Challenge habe ich auch schon fertig. Naja, heute Daily Challenge. Ich muss ich sagen, ich spiele sehr wenig mit Maggie. Weiß nicht warum. Mag die irgendwie nicht. Mist. Ja, hol ich ja später sammeln. Egal. Ach, ungewohnt, dass man schießen kann. Gehen wir mal in den Stachelraum. Ja, natürlich. Nichts Tolles. Gib uns was Tolles. Los. Los! Komm schon! Wow! Speed und Schatzspeed, ja! Gut! Die laute Musik nervt mich immer noch. Diese war echt heute extrem laut. Ha, na gut. Müssen wir durch. Ich schaue mir das nach der Aufnahme echt mal an. Das ist schrecklich. Wir müssen versteinern hier. Können wir ein bisschen draufballern. Ja, nicht lange. Ganz kurz. Aua. Oh, nee. Echt jetzt? Moment, ich glaube, der Stachelraum war eine schlechte Idee. Oh, oh. Puh. Das ging ja fast in die Hose. Aber nur fast. Und ich glaube, wir müssen Maggie mal erklären, wie man ein BH trägt. Gerade trug sie ihn auf dem Kopf. Goldraum. Stimmt, sowas gibt es ja auch noch. Gibt es ja in den Challenges so gut wie nie. Oh ja, das mag ich. Spinnchen, wenn Gegner tot. So mag ich das, so mag ich das. Ja. Karte, die holen wir uns. Aber erstmal Feuer aus. Wow. Was war das? Hält's ab. Ja. Schauen wir noch, ob wir den Job finden. Wäre nicht so verkehrt. Aua. Bitte eine Full Health Pille. Ja, fast. Oh gut, es war eine Full Health Pille, nur hieß sie nicht so. Ja. Mist. Wir haben natürlich kein Geld. Wir können gucken, ob wir noch Geld finden, aber ich befürchte mal, das wird nichts. Auch ich hasse diese Räume. Fliegen. Dankeschön. Wupp, wupp. Wupp, wuppen wir mal ein bisschen. Eine Wup-Wup-Party. Geh weg. Ja, so viel zu Geld. Keine einzige Münze. Gut. Da oben, aber die wollen wir nicht. Oh je. Versteinert mal. Dankeschön.
ich wenigstens einen wegbekomme. Ja. Nein. Ich dachte, du bist weg. Bist du das? Ich glaube ja. Nein. Ich kenn's das. Hilfe. Jetzt komme ich nicht mehr klar. Gut. Isaac, du machst mir mein Leben schwer. Das ist in diesem Fall Maggie. War allgemein das Spiel, Isaac. Da, wir tragen ihn wieder auf den Kopf. Ich glaube, wenn wir ihn anziehen. Vielleicht ist er kurz auf dem Kopf. Das kann sein. Hallo, Krampus. Aua. Aua. Ja, frohe Weihnachten. Jetzt stimmt das mit der Lautstärke auch langsam wieder. So. Ach, schon wieder ein Boss. Ja, wir hatten ja nicht gerade erst einen. Ach, ich hasse das. Los. Nein. Wir versteinern lieber. Besser als nichts. Und das uns selbst ständig kaputt machen. Ach komm schon. Gut. Was ist das? Viel Lucky? Steigt unser Glück, oder? Wir bleiben mal bei Wup Wup. Wup Wup macht mir Spaß. Da kommen wir nicht dran. Das ist hier besonders kompliziert. Gut. Weiter geht's. Ich habe gestern eine Runde Sims 3 gespielt. Schwierig, wieder reinzukommen. Jetzt kommt hinter dem Stein weg. Dankeschön. Ach, zum Glück hat der nicht gefeuert. Den habe ich gar nicht bemerkt. Hat mein Gehirn ausgeblendet. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ja, müssen wir nehmen. 5 Bomben, passt schon. So, dann komm mal runter, Kollege. Kollege? Na gut. Diese Raumkonstellation hatte ich schon öfters. Was zwei von den Viechern sind, also ich meine, die sind jetzt nicht sonderlich schwer. In so einem riesen Raum. Der macht wirklich gar keinen Schaden. Wow. Wow, wow, wow. Hier werden die schon schwerer. Jetzt wollte ich den Schlüssel hinter mir aufsammeln. Hat nicht ganz geklappt. Weiß auch nicht warum. Aua. Och nö. Och nö. Wir behalten unseren BH mal noch. Für die schlimme Phase von dem kleinen Onkel. Hör auf damit. Hör auf damit. Oh mein Gott. Okay, jetzt hör auf damit. Lass es sein. Schlimm. Gut, aber Ebene auch gemeistert. Auf in Ebene... zu Ebene 4. In Ebene 4, ja. Sind wir jetzt. Wollte ich sagen. Nein, Schluss.
Maggie mag es nicht, wenn lange Dinger rauskommen und sie verhauen wollen. Oh Gott, Bomben fliegen. Schlimme Bomben fliegen. Gemeistert. Kein Problem für uns. Ich hatte auch keinen Moment Panik. Alles nur geschauspielert. So. Hallo, Mr. Spinny. Ja, komm. Ich vergesse es sonst. Ich habe es in einem Part vergessen gehabt. Dann nehme ich es lieber jetzt mit. Ich bin eh zuversichtlich, dass wir nicht zweimal getroffen werden. Ja. Ja, danke. Noch mehr fliegen, sehr schön. Spinnen. Ich glaube, wir machen den Boss gerade mal. Nee. Gut, wir machen ihn noch nicht. Aua. Was ist mein Geld da? Gibt der mittlerweile das gesamte Geld wieder zurück? Ich glaube, ja. Nee, okay, da fehlt eine Münze. Rabatt! Yay! Zu spät. Können wir nicht gebrauchen. Was? Ich will meinen Wup-Wup. Gib mir meinen Wup-Wup. So. Gut, wurden wir geportet. Passt schon. Stimmt. Ja, ich vergesse den Goldraum, wenn man so viele Challenges gemacht hat. Oh mein Gott. Hab ich hier fast einen Herzinfarkt bekommen. Cross Tears. Ich glaube, jetzt schießen wir in vier Richtungen, oder? 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 Ja. Chance besteht. Gut. Wir versuchen nochmal ein Seelenherz zu bekommen und lassen das jetzt im Runde sein. Wir laufen schon wieder in Stacheln. Gott. Pass auf, Panda. So. So, dann halt mal still, Kollege Bockwurst. Los, Spinnchen, schnapp ihn euch. Ach Gott. Der ist echt schlimm, ich mag den nicht. Die Version von dem mag ich echt nicht. Da. Wischt er mich mit seinen Tentakeln, die Sau. Ich will gar nicht wissen, wo die vorher schon bei waren. Komm schon, wir haben es doch fast. Ja. Puh. Endlich Damage ab. Ja. Schlimme Ebene. Und die nächste. Auch geschafft. Die Kiste holen wir uns. Ganz. Oh, wir kriegen mal Geld. Ganz viel. Sogar. Wow. Was ist denn hier los? Irgendwas kaputt. Okay. Hält's ab, natürlich. Immerhin, das kriegen wir. Ich befürchte nur gleich, im Shop ist sowieso der Boss drin. Sehr wahrscheinlich. Seelenherz, ja. Nein. Wir bleiben beim Wup-Wup. Ich glaube, das Wup-Wup macht ein bisschen mehr Schaden. Kostenlos Bombe. Nehmen wir mit. Ja. Damit können wir den Raum wiederholen. Na, ich demonstriere das Ganze einfach mal. Zum Beispiel, wenn wir jetzt getroffen werden, können wir einfach zurückgehen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Variante. Hm.
Nemesis. Wow, mein Herz. Schlecht. Gut. Oh, nee. Mist. Nochmal. Schnappt ihn euch, Spinnchen. Naja, nicht perfekt, aber passt schon. Goldraum haben wir. Den Shop will ich noch sehen. Will ich noch. Sonst kommen wir nicht klar. Wir sind noch nicht stark genug. Oh, jetzt bin ich fast in die Stacheln gelaufen. Mal wieder. Oh, ich mag diese Ebene, die so entspannt von der Musik her. Autsch. Ja, zumindest jetzt. Na. Decken wir was auf? Nein, natürlich nicht. Neue Bombe. Auch schön. Überall diese Knochenköpfe. Aua. Mit ihrem Wallhack. Zwei Karten. Wheel of Fortune und The Sun. Sun nehmen wir noch mit für die nächste Ebene. Wissen wir gleich, wo wir hin müssen. Na, bisher läuft die Challenge einigermaßen. Da haben wir auch schon den ersehnten Raum. Ein halbes Herz nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nutzen wir mal. In der Hoffnung, dann kommen auch Herzen oder sowas. Sehr schön. War die 7 bisher wert? Was ist das? Na komm schon. Schon wieder eine Pille. Telepille. Ich will aber nicht den hier behalten. Geh weg. Nein. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder laufen. Bleh. Lass mich rein. Dankeschön. Eigentlich wollte ich erst das Ding setzen. Ja. Egal. Zu spät. Gut, dann gehen wir raus. Tschüss, Ebene. Beziehungsweise den einen Raum können wir auch noch machen. Oh Gott. Warum habe ich das gesagt? Komm hoch hier. Schere, keine Trollbomben mehr. Nein, wir bleiben bei Wup Wup. Wup. Wuppen wir durch das Let's Play. So. Dumm die dumm. Schneller, schneller. Stachelräume kam nicht mehr. Und die nächste Ebene. Nur noch 3 Ebenen, hoffe ich. Beziehungsweise schlimm genug. Oh je. Na, das ging aber. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Oh je. HP ab. Sehr schön. Wieder volles Leben. Ja, ja, wup, wup hier runter. Dankeschön. Ach, so Kisten in so einem Raum finde ich mal ätzend. Goldene Bombe. Juhu. Was auch immer die macht.
Oh, das ist gar nicht der Shop. Okay. Können wir aber nichts nehmen, denn dann würden wir Schaden kriegen. Und ich will mal den Teufelsraum besuchen. Autsch. So viel zu Schaden nehmen. Ja, solche Wörter sollte man offenbar nicht sagen. Da ist der Shop. Was ist das? Oh ja. Keine Ahnung. Oh, was haben wir denn da? Aua. Mist. Wir müssen uns das holen. Ich hätte das gerne mal gekauft da oben. Also ein bisschen gespart. Und ich sehe die ganze Zeit, wir haben die Sun-Karte noch. Und schreit er die ganze Zeit, warum benutzt du die nicht? Du weißt doch, wo die Räume sind. Ja. Guten Morgen. So. Weiter geht's. Och nö, nicht so ein Raum. Danke. Wo ist der zweite? Da. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Spinnen. Dann machen wir mal den Boss. Ah, wir haben den Goldraum noch gar nicht, ne? Glaube ich. Keine Ahnung. Nein, haben wir nicht. Wir gehen einfach mal raus. Da wollten wir noch gar nicht rein. Seht ihr, dafür ist es auch gut. Kann mal kurz bei Mutti reingucken, welche Version davon da ist. Gott, haben wir viele Spinnen. Herz brauchen wir nicht. Ich möchte den Goldraum. Dankeschön. Ja, wir kommen ja gleich zu dir, Mutti. Petz nicht. Autsch. So. Muss ich mich kurz konzentrieren, entschuldigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Echt mein Kinderspiel. Was bist du? Ach so, der. Ja, den können wir so mit einem Schuss aufladen. Dann zappelt er so rum. Je länger wir halten und jetzt loslassen, dann zischt er so durch den Raum. Für Mutti vielleicht ganz praktisch. Sehen wir mal. Das braucht keiner. Na gut, Mutti, wir kommen. Beziehungsweise ich schau mal hier, ob der Geheimraum da ist. Nein. Ist er hier? Nein. Der kann an so vielen Orten sein. Hier vielleicht. Ein Schlüssel. Yay. Gibt's uns was? Spielverderber. Gut, Mutti, willkommen. Kein Hinausziehen, zögern mehr. Da sind wir, Mutti. Hallo. Willkommen im Let's Play. Isaac. Wir wurden bisher noch nicht getroffen. Ist ein gutes Zeichen. Bisher zumindest. Was nicht ist, kann ja noch werden. Oder auch nicht. Ja, Engelsraum. Homing Shut. Oh ja. Oh. Juhu. So, haben wir noch mal den hübschen Schuss hier. Ab jetzt kann es nur besser laufen. Gegner verfolgend. Perfekt. Hier ist nix. Ich liebe diesen Schuss.
Den hatte ich schon so lange nicht mehr. Oh, herrlich. Das ist der Vorteil, wenn man keine Teufelsräume bekommt, kann man nicht in die Versuchung kommen. Puh. Da mal etwas zu kaufen. Und dann kommt ein Engelsraum und man kriegt sowas hier. Autsch. Ach, auch gleich den Boss. Und dann. Na, komm her hier. Das ging schnell. Fliegen, 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 fliegen. Nein. Ich weiß nicht, wie weit wir müssen. Und selbst wenn wir dann beim Boss versagen sollten, haben wir immer noch die Möglichkeit, den Raum zu resetten. Ist, glaube ich, besser als fliegen zu können. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Ach, du gehörst ja gar nicht mir. Das eine Geisterviech habe ich echt für meinen Companion gehalten. Okay, Schuss, Schuss, Schuss. Halt still. Na, Münzen brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Na toll. Nee, ich glaube, wir sind falsch gelaufen. Mist. Passiert. Kann nicht immer den richtigen Weg erwischen. Ja. Die Halben da sind eklig. Ich weiß gar nicht, was sie darstellen sollen. This is no problem. Schauen wir nochmal ganz kurz, was die Lautstärke angeht. Ich merke nämlich, ich werde leiser. Aber es geht soweit. Gut. Oh, das hasse ich hier. Ich meine, die sind ja so schon schlimm genug. Weil er immer warten muss. Jetzt haben wir noch zwei Stufen. Nö! Augen. Augen, 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 Augen. Ne, egal. Was mache ich eigentlich? Ich kann doch... Ich habe schon wieder nicht gemacht, ne? Ich bin echt doof. Wir können auch mal in den Geheimraum gucken, wenn er gerade zufällig mal hier ist. Ja, da war der Boss und da war der Boss weg. Ich kam, sah und siegte. So und in den... Ups, da oben. So, Herzchen. So, Mutti. Dann zeig mal, was du drauf hast hier. Kannst mit meinen Schüssen mithalten? Offenbar nicht. Und ich hab's befürchtet, wir müssen echt weitergehen. Na, dann gehen wir mal weiter. Ab in die Hölle! Ich habe vorher nicht registriert. Also dann habe ich das The Sun eingesetzt und an einer voll dummen Stelle eigentlich. Wenn wir jetzt hier gebrauchen können. Naja, egal. Ich habe auch insgeheim gehofft, es wird nicht zu weit noch gehen. Nur noch drei Herzen. Ah. Komm, wir machen das nochmal. Jetzt haben wir nur eins verloren. Eine Verbesserung.
Hey. Hey. Stressig. Gott, wie viel... Was ist das für ein Raum? Bitte. Was ist das für ein Raum? Was habe ich getan? Dass ich sowas verdiene. Aua. Nochmal. Nein. Wir gehen erstmal woanders hin. Glaube ich. Gott. Haben wir noch nicht verdient. Auch unbedingt Herz. Dann ist nochmal so ein Schadensupgrade oder sowas. Boah, einfach so ein ganzer Riesenraum voller Endbosse. Vision, Dankeschön. Ja, wir müssen da unten lang, natürlich. Aber wir gehen erstmal in den Geheimraum. Mit ein paar Herzen. Los. Nein, Herzen, danke. Noch mehr. Nein, mehr. Ups. Das wollte ich nicht tun. Na gut. Da müssen wir durch. Mano, ich hab gehofft. Wir kommen drum rum. Gott, was ist das für ein Höllenraum? Ja, okay. Wir sind in der Hölle. Stimmt schon. Da fühlt man sich auch gleich wie in der Hölle hier. Na gut, hier. Na, liegt zumindest besser als beim ersten Mal. Machen wir den Miniboss hier. Bomberman. Der uns nichts bringt außer Bomben. Okay. Im Buchraum, was ist? Am besten wir die Bibel. Oh mein Gott. Hört auf. Das ist nicht mehr lustig. Wir machen es nochmal. Ja, freut dich am besten weg, du Mistviech. Autsch. Okay, es läuft besser. Autsch. Ich hätte den Mund nicht so voll nehmen sollen. Komm schon, verrecke. Danke. Gut. Na, schauen wir mal. Bibel? Natürlich nicht. Wäre ja zu schön gewesen. Nee, haben wir ja sowieso. Sekunde. Ach, meine Stimme mal wieder. Winter ist echt schrecklich. Und Herbst. Nein. Böser Monstro. Nichts. Spielverderber. Na, sowas ist schön. Das kann mehr kommen. Oder öfter. Gut. So. Ach, wir hätten noch den. Hältst du wohl still?
Ganz viele Herzen, ganz viele Herzen, ganz viele Herzen, ganz viele Herzen, ganz. Hörst du auf damit? Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, nochmal. Das lief sehr schlecht. Wir holen uns mal die Batterie da oben. Gehen wir nochmal resetten. Das läuft schon besser. Sehr viel besser sogar. Das Item kann schon praktisch sein. Na komm schon. Ja, wir schaffen's. Wir haben's. Gott sei Dank. Nein, es geht weiter. Warum? Warum? Och, Mann. Mobbing. Ich will Ende. Nein, die Perlen nehmen wir nicht mit. Ach, wir sollen dahin, deswegen. Das schaffen wir nicht. Nicht in 100 Jahren. Wir laufen erstmal ein bisschen durch, das geht nicht. Wir brauchen noch irgendwelche Items. Kapi-Item oder sowas. Ich fürchte nur, die Chancen stehen sehr schlecht. Sowas finde ich okay. So Bomberman mit Trollbomben. Die schafft man noch. Wenn sie ein bisschen nervig sind. Aber die stalken einen wenigstens nicht permanent. Blast Damage. Yay. Pretty Fly. Friendly Fly. Na gut, besser als nix. Aua. Okay. Ausschalten bitte. Danke. Herzen. Na. Nein, das wollte ich nicht tun. Egal. Ein halbes Herz, immerhin. Ach du Heilige. Puh. Gott. Ich frag mich echt, was wir getan haben, dass wir heute so bestraft werden. Der Horror hier. Ohne das Engelsraum-Item hätten wir gar keine Chance. Huch! Finde ich nicht nett. Das war nicht nett. Das mache ich nochmal. Danke. Oh, diese neuen fast unsichtbaren Gegner finde ich auch ein bisschen doof. Wo ist er?
ist kaputt. Resistance, ja. Ganz okay. Oh, oh, oh. Ja, es wird lustig. Glaube ich. Es ging eigentlich. Ich hätte mit mehr Schaden gerechnet. Ach, hier schon wieder. Aua. Aua. Nein, ich muss... Wir gehen erstmal woanders hin. Erstmal hier rein. Nicht viel besser, aber immerhin ein bisschen. Purity, Seelenherz. Immerhin. Gehen mal da unten rein. Vielleicht ist der Raum nicht ganz so schlimm. Ich hab nichts gesagt. Roten weg. Nein, da ist noch einer. Okay, haben wir auch alle. Irgendwas Tolles? Nein. Ja, natürlich. Oh Gott. Endlich mal vorbei hier. Die Gegner schaffen wir niemals. Nicht in 100 Jahren. Machen es nochmal. Beziehungsweise, den lassen wir mal kurz. Okay. Ja, zwei Herzen. Perfekt. So. Ja. Und mit einer Bombe schnell beseitigt. Oh Gott. Autsch. Nö, sprich nochmal. Sieh doch nicht ein, dass ich getroffen werde. Bei so leichten Gegnern. Och nö. Schluss jetzt. Doch kaputt. Du auch. Danke. Uhuhuhu. Danke. Immer kriegen wir mehr Herzen. Werde ich in Steam angeschrieben? Ich glaube, das sieht man aber nicht. Puh. Na gut. Ich glaube, jetzt bleibt uns keine Wahl mehr. Entweder gehen wir da oben rein oder gleich zum Boss. Ich glaube, wir gehen da oben rein. Bleibt uns nichts anderes. Den einen müssen wir ausschalten. Sehr schön. Entschuldigung, ich muss mich wirklich konzentrieren hier. Toll, jetzt kriegen wir sowas. Naja, hat sich noch gelohnt. Wir haben auch gar keinen Endboss in der Challenge. Den finde ich aus Versehen beenden können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die war jetzt auch ein Fehler. Egal.
Hörst du auf damit? Oh Mann, nein! Mist! Ja, die waren Riesenfehler, diese Pille. Können wir nochmal so machen? Nein. Ach, Mist. Gut, schaffen wir nicht. Müssen wir jetzt durch. Oh Gott, ich komme gerade echt nicht zum Sprechen, tut mir leid. Aber... seht ihr selbst, Hölle pur. Das ist jetzt die erste Stufe des Gegners. Weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Jetzt haben wir keine Bomben mehr, Mist. Na komm, mach kaputt hier. Ach, da kommt noch mehr. Natürlich. Wäre sonst zu leicht. Und das war's. Ja, gar nicht so schlecht. Auch von der Zeit her auf 713. Okay, wir sind auch einer der ersten. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt euren Spaß gehabt, etwas gelernt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Isaac. Bis dann, euer Paragon. Tschüss.